So, der alternative Ansatz zu intellektuellen Eigentumsrechten. Okay, meine Maus ist weg. Da ist sie. Genau, wie immer vorab die Literatur. Das allermeiste oder eigentlich fast alles, was ich hier präsentiere an Argumenten, was den alternativen Ansatz angeht, kommt aus einer Reihe von Werken von Michele Baldwin und David Levine, zwei Ökonomen aus den USA. Die haben eine ganze Reihe von Artikeln geschrieben und aber auch ein ganzes Buch genau zu dem Thema. Das heißt Against Intellectual Monopoly. Genau, worin sie eben eine ganze Reihe von ökonomischen Argumenten bringen, warum intellektuelle Eigentumsrechte unterm Strich schädlich für die Gesellschaft sind. Und das Wichtige ist eben, dass es ökonomische Argumente sind, ne? Das sind jetzt nicht irgendwie zwei Alt-Hippies, die an Free Flow of Information glauben, religiös, sondern das sind wirklich ökonomische Argumente, die sie bringen und meiner Meinung nach relativ überzeugend. Genau, und wenn man diese Sicht eben akzeptiert, dann heißt das aber auch, dass man eben das ganze Patentrecht eigentlich überdenken müsste. So, ich habe Ihnen hier mal Kapitel 1 und 2 aufgeschrieben, aber Sie können da ruhig mehr lesen. Das Buch ist sehr, sehr gut zu lesen. Es ist nicht sehr es ist gar nicht technisch geschrieben. Die Artikel, die publiziert wurden, sind teilweise sehr technisch. Aber das Buch ist sehr gut, sehr, sehr gut und auch teilweise unterhaltsam geschrieben. Und ich ermutige Sie auch ein bisschen mehr zu lesen als die ersten beiden Kapitel. Aber das, was ich Ihnen heute präsentiere, bezieht sich hauptsächlich auf die ersten beiden Kapitel. So, was ich hier noch verlinkt habe, ist ein Podcast, eine Online-Radiosendung, nämlich Econ Talk. Vielleicht kennen Sie die nicht. Ich werde vielleicht noch an diversen anderen Stellen darauf verweisen. Econ Talk ist so der bekannteste regelmäßige Podcast in den Wirtschaftswissenschaften. Außer vielleicht Freakonomics. Jedenfalls, genau, der Host, der Mensch, der diese Sendung macht, heißt Russ Roberts, ist ein VWL-Professor an der George Mason University, ist Hardcore-Liberal, Hayekianer, aber kann wirklich sehr unterhaltsam Ökonomen eben in einer quasi Interviewweise zu aktueller Forschung befragen. Okay, diese Sendung gibt es wöchentlich und im Archiv habe ich Ihnen verlinkt eine Sendung, wo einer der beiden Autoren, ich glaube Michele Baldwin, interviewt wird oder eben es eine Online-Diskussion gibt. Ja? Einfach so ein bisschen Smalltalk über die Forschung aus dem Buch. Die Sendung ist relativ lang, gibt es auch transkribiert. Okay, aber es lohnt sich, die zu hören oder die nachzulesen, weil da nochmal schön kondensiert die ganzen Ideen präsentiert werden, die in dem Buch vorkommen. Ist auch eine gute Übung fürs englische Hörverständnis. Und was ich Ihnen jetzt auch noch verlinkt habe, ist eine Doku-Reihe
also eine online verfügbare Reihe, eine Dokumentation ist das quasi, heißt Everything is a Remix. Und genau, das Thema ist eigentlich, der Titel ist das Thema bei dieser Dokumentation. Es wird relativ unterhaltsam aufbereitet, dass fast alles, was in unserer Popkultur bekannt, berühmt ist, Geld macht, als Remix, also ein Remix ist. Ein Remix in dem Sinne, dass Elemente von vorhandenen Werken wiederverwertet werden. Ja? Und das Ganze passt eigentlich zu der ganzen Argumentation, die Baldwin und Levine bringen. Und wenn sie Zeit haben, können sie sich das auch nochmal anschauen. Okay, aber ich würde sagen, hauptsächlich, am wichtigsten in dem Kapitel hier zu lesen, wäre tatsächlich hier, wären die Buchkapitel. Und dann steigen wir auch schon ein in den Inhalt. Wie schon gesagt, wir schauen uns einen alternativen ökonomischen Ansatz zu intellektuellen Eigentumsrechten an, von Michael Baldwin und David Levine. Die Argumente, die wir sehen werden, greifen meist auf alle Arten von intellektuellen Eigentumsrechten. Meist werden wir uns aber Beispiele aus dem Bereich des Urheberrechts, ne, also des Copyright-Schutzes heranziehen. Aber die meisten ökonomischen Argumente, die wir hier kennenlernen werden, sind gleichermaßen auch auf Patente und andere Formen von intellektuellen Eigentumsrechten anwendbar. So, ganz grundsätzlich haben intellektuelle Eigentumsrechte zwei ökonomisch relevante Komponenten. Erstens das Recht, eine Idee zu besitzen und zu verkaufen. Das nennen wir Right of First Sale. Und die zweite Komponente, die bei intellektuellen Eigentumsrechten auch immer dabei ist, ist das Recht, die Nutzung dieser Ideen nach Verkauf zu kontrollieren. Und das nennen wir auf Englisch Downstream Licensing. Und da kenne ich kein gutes deutsches Wort. Wenn Sie einen Tipp wissen, nehme ich es gerne an. Aber ja, das Wichtige, die erste Komponente ist die, die grundsätzlich wichtig ist, um effiziente Anreize herzustellen und entspricht grob den Eigentumsrechten bei materiellen Gütern. Ne? Also die erste Komponente, Right of First Sale, ist also analog zu den Eigentumsrechten bei materiellen Gütern. So, und die zweite Komponente ist die, die von Levine und Bolton als negativ, als gefährlich für die Gesellschaft, für die gesellschaftliche Wohlfahrt eingestuft wird. Wichtig zu begreifen ist, dass jeder Produzent eines Gutes, auch von materiellen Gütern, würde, wenn er die Chance hätte, sofort die Möglichkeit ergreifen, die Nutzung des Gutes nach Verkauf zu kontrollieren. Warum? Naja, wenn der Produzent eines Gutes Kontrolle über die Nutzung darüber hat, senkt das signifikant den Wettbewerbsdruck, den Konsumenten auf den Produzenten ausüben können. Und die Abwesenheit von Wettbewerb nennt man aber auch Monopol, welche, wenn Sie zurück an die Mikroökonomik denken, bekanntermaßen ineffizient sind. Wir haben es eben durchexerziert oder kurz gesagt, Monopole sind ineffizient, weil die zusätzliche Wohlfahrt, die generiert wird, geringer ist als die zusätzlichen Wohlfahrtskosten, die entstehen durch ein Monopol. Ne? So, und dass hier Monopolrechte eingeräumt werden, ist allgemein bekannt. Wir erinnern uns, das klassische Argument ist ja, dass die Monopolrente den potenziellen Innovator, den Produzent eines Informationsgutes, der durch seine Forschung hohe fixe Kosten hat, belohnen soll. Okay?
Und die wichtige Annahme hier ist, dass die Innovation mit fixen Kosten verbunden ist, und die Verbreitung des Informationsgutes aber mit sehr geringen Grenzkosten. Wenn Sie, es macht, ja, vom Bauchgefühl her macht das erstmal Sinn. Ja, Musik, Bücher, all das, fast alle Arten von Informationsgütern, die Sie sich vorstellen können, sind sehr leicht zu verbreiten, zu kopieren, ne? Wenn man erstmal die erste Einheit hat. So, aber auf Wettbewerbsmärkten kann der einzelne Produzent höchstens einen Preis in Höhe seiner Grenzkosten verlangen, also kann er seine anfangs aufgewendeten Fixkosten nie zurückholen. So, und Baldwin und Levine argumentieren nun, dass die Produktion von Informationsgütern oft entweder nicht mit fixen, sondern mit versunkenen Kosten verbunden sind oder gar nicht mit hohen Fixkosten, sondern mit niedrigen Fixkosten. So, und versunkene Kosten und niedrige Fixkosten sind aus wirtschaftstheoretischer Sicht kein Hindernis für funktionierenden Wettbewerb. Okay? Das ist aus theoretischer Sicht ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, auf den ich jetzt hier gar nicht im Detail eingehen werde. Vielleicht machen wir das bei den Übungsaufgaben. Okay, aber das Wichtige ist, dass Sie, das Wichtige, was Sie hier rausnehmen, ist eben, was Downstream Licensing ist. Downstream Licensing bedeutet nichts anderes, als dass der Produzent des Informationsgutes das Recht hat, die Nutzung seines Gutes selbst nach Verkauf zu kontrollieren. Ne? Beispiele, denken Sie an eine Musik-CD. Ich glaube, wir hatten das Beispiel schon mal am Anfang des Kapitels. Wenn Sie eine Musik-CD kaufen, dann haben Sie nicht ein sehr breites Bündel von Eigentumsrechten daran, sondern ein ziemlich eingeschränktes. Ne? Also Sie können die CD privat hören, und eventuell auch eine private Kopie erstellen und eine Sicherungskopie, eine private, aber Sie können nicht ohne weiteres die CD benutzen, um damit Geld zu machen. Sie können sich nicht einfach irgendwo an einen Straßenrand stellen und die CD laufen lassen und dafür Geld einnehmen. Oder in ihrer Kneipe die CD laufen lassen und davon profitieren. Sie dürfen nicht das Material, was auf der CD ist, weiter benutzen. Genau, das sind alles Formen von Downstream Licensing. Und wenn Sie es sich mal recht überlegen, dann ist eigentlich jeder Produzent von Informationsgütern und aber auch von normalen materiellen Gütern, jeder Produzent ist Fan von Downstream Licensing, weil er damit damit kann er den Wettbewerb einschränken. Ne, und das eingeschränkten Wettbewerb findet eigentlich jeder Anbieter gut, solange er nicht davon betroffen, solange er nicht dadurch benachteiligt wird. Jetzt schauen wir uns noch mal an. Jetzt schauen wir uns mal an, was für Wohlfahrtskosten von Baldwin und Levine als kollaterale Kosten bezeichnet, verbunden sind, ne, mit diesem institutionellen Arrangement, das wir Downstream Licensing genannt haben. Ja, und da kann man ganz grob in direkte und indirekte Kosten unterscheiden. Die direkten Kosten sind ja ziemlich einfach. Grundsätzlich ist der Schutz von Eigentum ja immer mit Kosten verbunden. Aber im Fall des Downstream Licensing ist die Durchsetzung dieser Rechte viel teurer. Warum? Weil der Produzent ja auch die Nutzung des Informationsgutes kontrollieren möchte oder von mir aus kontrolliert haben möchte. Ja? Und direkte Kosten, die hier anfallen, die man sich denken kann, sind zum Beispiel die Kosten, Gesetze zu schreiben, die Kosten, Verstöße zu ahnden, die Kosten,
Strafen durchzusetzen. Okay? Aber mit kollateralen Wohlfahrtskosten, mit indirekten Wohlfahrtskosten ist was ganz anderes gemeint. Es geht ja hier um Informationsgüter. Also Güter, in denen Ideen verkörpert sind. Wie zum Beispiel Software, Bücher, Musik und Filme. Um die Nutzung solcher Güter zu kontrollieren, bedarf es einer Form von Kopierschutztechnologie. Und rechtlich durchgesetzter Kopierschutz ist potenziell sehr wohlfahrtsschädlich. Stellen Sie sich den Extremfall vor, dass alle PCs abgeschafft werden müssten, nur um Musikpiraterie zu unterbinden. Ja, also das ist natürlich eine Extremvorstellung, aber aus ökonomischer Sicht wäre das ein riesiger Schaden. Klar, weil PCs für alles Mögliche benutzt werden und eben auch zum größten Teil für produktive Zwecke in der Gesellschaft. Und sicherlich würde der potenzielle ökonomische Schaden aus so einer Aktion in keinem Verhältnis zum impliziten Wert des geschützten Gutes stehen. Weitere Beispiele für Wohlfahrtsverluste durch Kopierschutztechnologien. Oft sind Kopierschutztechnologien nicht besonders verlässlich und dieselben PCs, die Musik und Filme abspielen können, enthalten allerlei ökonomisch wertvolle Daten und andere Informationsgüter. Und wenn eine fehlerhafte Kopierschutztechnologie jetzt dazu führen würde, dass ein PC nicht mehr richtig funktioniert, ist der potenzielle ökonomische Schaden wiederum viel größer als der Wert der geschützten Güter. Kleiner Vergleich hierzu an Daten. Laut Angaben der RIAA war der Wert aller CDs, Live-Übertragungen, Musikvideos und DVDs in den USA im Jahr 1998 13 Milliarden US-Dollar wert. Und zum Vergleich, der Wert der Computerindustrie inklusive Hardware und Software war im gleichen Jahr in den USA 560 Milliarden Dollar wert. Also mehr als 40 Mal so viel wie der Wert der sogenannten Copyright-Industrie. Weitere Kollateralkosten kann man sich denken, weil geschützte Software oft, damit der Produzent die Nutzung überhaupt kontrollieren kann, eigenständig Daten über das Nutzerverhalten an den Produzenten kommuniziert und somit in die Privatsphäre der Konsumenten eingreift. Außerdem gibt es noch ein relevantes Glaubwürdigkeitsproblem in Bezug auf kopiergeschützte Informationsgüter. Wenn der Produzent bankrott geht oder anderweitig aus dem Markt ausscheidet, kann es sein, dass das Informationsgut seinen Wert verliert. Leider können sich aber die Produzenten nicht glaubwürdig ex ante verpflichten, dass ihre kopiergeschützten Werke in einem solchen Fall freigegeben werden. Ne? Überlegen Sie sich, aber der Produzent kann sich vorab nicht glaubwürdig verpflichten, das zu tun. Und ja, die einzelnen Konsumenten würden also an den Kosten hängen bleiben, die damit verbunden sind. Wir haben jetzt gesehen, dass eine institutionelle Ausgestaltung für Informationsgütermärkte mit Downstream Licensing nicht so gut für die Wohlfahrt ist. Ne? Wir können uns ziemlich viele verschiedene Arten von Wohlfahrtskosten denken, die mit Downstream Licensing verbunden sind. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ein Markt ohne Downstream Licensing mit weniger Wohlfahrtsverlusten verbunden ist. Das klassische Argument würde ja so laufen, dass ohne die Aussicht auf Monopolrenten der ursprüngliche Innovator keinen Anreiz hat, sein Produkt zu entwickeln, da er auf einem kompetitiven Markt, wo Preis gleich Grenzkosten gleich Null ist, nicht gleich Null. Nochmal von vorne. Das klassische Argument würde ja so laufen, dass ohne die Aussicht auf Monopolrenten der ursprüngliche Innovator, der Produzent, keinen Anreiz hat, sein Produkt zu entwickeln, da er auf einem kompetitiven Markt, wo Preis gleich Grenzkosten gilt, seine Entwicklungskosten nicht kompensieren kann. Ne?
Und so eine Welt wäre ja auch mit Wohlfahrtskosten verbunden, weil die ganzen Informationsgüter nicht produziert werden. Warum ist das mit Wohlfahrtskosten verbunden? Mir fällt gerade auf, dass ich das gar nicht gesagt habe. Warum hat der Staat überhaupt ein Interesse daran, dass Informationsgüter produziert werden? Naja, ja, im Prinzip ist da so ein Kulturförderungsargument drin, ne? Die Annahme hier ist, dass Informationsgüter mit positiven sozialen Externalitäten verbunden sind. Wenn jemand ein tolles Musikstück schreibt und das von ganz vielen gehört wird, dann inspiriert das Leute, selber Musik zu machen oder inspiriert Leute, irgendwas Tolles zu machen. Wenn jemand eine tolle Erfindung macht, dann hat das potenziell auch positive externe Effekte für die Gesellschaft, weil diese Erfindung ja theoretisch überall auf der Welt relevant sein könnte. Und so weiter und so weiter, ne? Also für alle Arten von Informationsgütern kann man sich überlegen, dass es positive Externalitäten gibt. Und das ist wieder ein Argument dafür, dass der einzelne Anbieter nicht genug von dem Informationsgut bereitstellen wird, weil er dies nicht berücksichtigen kann. Okay? Das nochmal ein kleiner Exkurs dazu. Warum wir aus Wohlfahrtssicht ein Interesse daran haben, dass Informationsgüter produziert werden. So, Boldin und Levine haben aber ein Modell entwickelt und zeigen in dem Modell, dass in einer Welt ohne Downstream Licensing sich auch die Natur des Informationsgutes verändert und damit der Wert für den Konsumenten. Es ist das sogenannte 24/7-Modell. Und es funktioniert wie folgt. Der ursprüngliche Produzent erstellt ein Gut, zum Beispiel einen Song im MP3-Format. Und das ist die Originalaufnahme. Und nach Verkauf hat der ursprüngliche Produzent jetzt keine Möglichkeit, die weitere Nutzung zu kontrollieren. Also ein Markt ohne Downstream Licensing. Und jeder Käufer des Songs kann den Song kopieren oder weiterverkaufen. In einer Art hypothetischen P2P-Netzwerk. Ne? Also denken Sie sich sowas wie Napster, wie es früher war. Sobald jemand ein Musikstück fertig hat und es zum Verkauf bereitstellt und sobald Sie eine Kopie davon gekauft haben, dürfen Sie damit machen, was Sie wollen. Ne? Sie dürfen es weiter kopieren, Sie dürfen es weiter verkaufen sogar. So, und wenn man das jetzt durchrechnet, was wir hier natürlich nicht machen, kommt raus, dass der ursprüngliche Produzent einen Preis größer als 0 verlangen kann, obwohl die Grenzkosten des Kopierens 0 sind. Ne? Also in einem normalen Wettbewerbsmarkt würde man ja meinen, der Produzent eines Gutes kann nur Preis gleich Grenzkosten verlangen. Und die Grenzkosten des Kopierens sind hier 0, also würde man meinen, dass er hier nur einen Preis von 0 verlangen kann. Aber wenn man das eben durchrechnet, sieht man, dass der ursprüngliche Produzent, der Produzent der ersten Originalkopie, einen Preis größer als 0 verlangen kann, es sich für ihn also lohnen kann, den Song zu erstellen. Der Entwickler kann also eine sogenannte Wettbewerbsrente erwarten. Ne? Nochmal wichtig, also nochmal, der Punkt ist ganz wichtig. Wenn man dieses Modell durchrechnet, kommt raus, dass der Produzent einen Preis größer 0 verlangen kann, obwohl die Grenzkosten des Kopierens 0 sind. Warum ist das so signifikant? Wir haben ja gesagt, ein wichtiges Hindernis dafür, dass ein Wettbewerbsmarkt funktionieren kann, für Informationsgüter, ist, dass wir typischerweise Fixkosten haben, ne? Also, der Produzent des MP3-Songs muss Zeit reinstecken, den Song zu komponieren, Zeit reinstecken,
den Text zu schreiben, Zeit reinstecken, es aufzunehmen, Geld in die Ausrüstung reinstecken. Potenziell muss er Geld in eine Studioaufnahme reinstecken. Das sind alles Fixkosten, die anfallen, bevor die erste Kopie überhaupt fertig ist. So, und wenn wir jetzt wüssten, dass der Produzent nur einen Preis von null verlangen kann, dann wäre er niemals in der Lage, seine Fixkosten zu decken, zurückzuholen. Aber die Tatsache, dass wir hier in diesem Modell einen Preis von größer Null im Optimum rausfinden, bedeutet, potenziell ist der Produzent in der Lage, seine Fixkosten wieder einzufahren. Ja? Ganz wichtig. Zwei Aspekte des Modells. Der Wert der Kopie für den einzelnen Konsumenten ist größer in so einem Markt als mit Downstream Licensing. Überlegen Sie mal, wenn Sie sich unter den heutigen Bedingungen einen Song kaufen, sind Sie in der Nutzung dieses Songs stark eingeschränkt. Ne? Wir haben eben das Beispiel durchexerziert mit dem CD-Album. Je mehr Sie damit machen können, desto umfangreicher also Ihr Bündel an Eigentumsrechten an einer Kopie ist, desto höher schätzen Sie das Gut auch ein. Ne? Desto mehr sind Sie also auch bereit, dafür zu zahlen. Wenn wir in diesem Modell hier bleiben und diese hypothetische Tauschbörse hätten, dann wären Sie doch bereit, mehr für einen Song zu zahlen, wenn Sie damit auch ganz leicht wiederum Geld machen könnten. Ne? Genau, das ist ein Aspekt, warum in diesem Modell ein Preis größer 0 rauskommt. So, anderer Aspekt. Selbst wenn wir annehmen, dass sehr schnell sehr viele Kopien entstehen können, wie es bei Musikstücken ganz eindeutig der Fall ist, gibt es in der ersten Periode nur das Original. Und das beeinflusst natürlich auch den Preis der ersten Kopie. Die erste Kopie wird natürlich viel teurer weggehen als der Preis, der sich später als Wettbewerbspreis einstellt. Und diese Knappheit des Informationsgutes und auch des Talentes des Produzenten ermöglichen es ihm, einen ausreichend hohen Wettbewerbspreis einzunehmen, um seine Kosten zu decken. Ja? In der ersten Periode ist der Entwickler des Informationsgutes also de facto Monopolist, weil vor ihm hat es noch niemand auf den Markt gebracht, obwohl ihm von außen niemand Monopolrechte zugestanden hat. Einfach nur durch die Innovation selber ist er erstmal eine Periode lang Monopolist. Das bedeutet, mindestens eine Periode lang kann der Produzent auch Monopolrenten einfahren. Okay? Aus spieltheoretischer Sicht nennen wir diese Monopolrente First Mover Advantage. Ne? First Mover Advantage. Er macht seinen Move zuerst und hat dadurch eine Wettbewerbsrente, eine Monopolrente, sorry. Und diese zwei Faktoren, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, einmal höhere Zahlungsbereitschaft für eine Kopie ohne Nutzungseinschränkung und zweitens Monopolrente in der ersten Periode. Diese zwei Faktoren können eben Mit diesen zwei Faktoren können wir eben erklären, warum der Gleichgewichtspreis in so einem Modell größer als 0 ist. So, und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer potenziell relevanter Vorteile, die sich daraus ergeben, dass jemand sein Produkt als erstes auf den Markt bringt. Sorry, ich musste kurz meinen Sitz höher stellen. Ja, das ist besser. Okay. Wir wollten über First Mover Advantage sprechen.
So, bevor der Entwickler sein Produkt auf den Markt wirft, ist er der Einzige, der alle Informationen darüber besitzt. Macht Sinn. Diesen Informationsvorteil kann der Entwickler auch nutzen, um weitere Renten zu generieren. Okay. Insider-Information ist das Stichwort. Wenn er zum Beispiel erwartet, dass die Einführung seines Produktes bestimmte andere Industriezweige stärken oder schwächen wird, kann er sein Aktienportfolio entsprechend anpassen, bevor er sein Produkt auf den Markt wirft. Und damit kann er eben zusätzliche Gewinne einfahren oder Verluste vermeiden. Okay? Ein weiterer Vorteil, der sich daraus ergibt, Erster zu sein, besteht darin, dass das sogenannte Reverse Engineering, also das Nachbauen eines Informationsgutes, mit Zeit und Kosten verbunden ist. Ja, besonders kurzfristig und in den ersten Perioden nach Einführung eines Produktes sind diese Kosten relativ hoch. Was heißt das? Selbst Güter wie Musik, Filme oder Bücher können... Okay, das ist nur ein Beispiel, sorry. Reverse Engineering ist natürlich ganz wichtig, damit billige Kopien eines Informationsgutes verbreitet werden können. Aber kurz nachdem ein Produkt rauskommt, ist es natürlich sehr schwer, sehr schnell eine perfekte Kopie zu erstellen, ne? Man braucht Zeit dafür, man muss das gut quasi denken wir. Ja, man muss das gut aufmachen, reingucken, alles nachvollziehen. Ja, denken Sie zum Beispiel an ein iPad, ne? Nicht als materielles Produkt, sondern die Ideen, die in einem iPad drinstecken. Ja, also man braucht natürlich ganz schön viel Expertise, was Hardware und Software angeht, um ein iPad nachzubauen. Okay? Das heißt, der zuerst das iPad erfindet oder ein gutes Tablet erfindet und es auf den Markt wirft, hat einen signifikanten First-Mover-Advantage wegen den Kosten des Reverse Engineerings. Und das führt eben dazu, dass in den ersten Perioden ein höherer Preis verlangt werden kann, ohne dass irgendwelche Monopolrechte vergeben werden müssen. So, wie kann denn der Entwickler, noch ein dritter Punkt, wie kann der Entwickler eines Informationsgutes verhindern, dass seine Idee von einer großen Firma kopiert und viel effektiver vermarktet wird, als er es selber könnte? Naja, der Entwickler könnte einfach ex ante einen Deal mit der relevanten großen Firma machen, dass er der Firma seine Idee zur Verfügung stellt und dafür aber vertraglich verspricht, niemand anderem davon zu erzählen. Ganz einfach. Solange der Entwickler nicht den gesamten erwarteten Profitzuwachs aus dem neuen Gut verlangt, wird die große Firma einwilligen. Okay? Spieltheoretisch handelt es sich hierbei um nichts anderes als einen sogenannten anreizkompatiblen Mechanismus, oder in Alltagssprache eine Win-Win-Situation. Ein weiterer First-Mover-Advantage besteht darin, dass gerade bei kreativen Informationsgütern die Konsumenten durch eine starke Präferenz für das Originalexemplar oder signierte Kopien oder frühe Ausgaben charakterisiert sind, ne? Denken Sie an Kunstwerke. Das Originalwerk ist immer viel, viel mehr wert als die Kopie. Auch wenn die Kopie aus rein funktionaler Sicht mit dem Originalwerk identisch ist. Beispiel Bücher. Bei Büchern beobachten wir eine ähnliche Preisdiskriminierung, nämlich für alte Ausgaben oder signierte Ausgaben, ne? Alte Ausgaben eines berühmten Buches oder signierte Ausgaben sind viel mehr wert. Dieser Trend, den ich eben beschrieben habe, ist lediglich ein Spezialfall eines viel generelleren Phänomens, nämlich dem sogenannten Collateral Sale, auf Deutsch dem begleitenden Verkauf. Und weil begleitender Verkauf ein bisschen komisch klingt, sage ich lieber Collateral Sale. Ein Informationsgut kann in Bezug auf bestimmte Märkte viel knapper sein als in Bezug auf andere, ne?
gleichzeitig kann der Entwickler des Informationsgutes eben, weil er der erste Entwickler ist, einen Preisaufschlag verlangen, zum Beispiel für Dienstleistungen, die nur indirekt mit seiner Idee zusammenhängen. Beispiel: Die Live-Performance von einem Song ist ein viel knapperes Gut, unabhängig vom Preis der elektronischen Kopie eines Songs. Okay? Selbst wenn man eine Live-Performance aufnimmt, ist es natürlich nicht das Gleiche, ne, wie wenn man zu einem Konzert gehen würde. Filme werden produziert, wenn die Eintrittserlöse der ersten Woche ausreichen, um die Produktionskosten zu decken. Unabhängig davon, wie viele Kopien des Films kostenlos über das Internet übermittelt werden. Bücher werden produziert, wenn die Erlöse der ersten Hardcover-Auflage die Produktionskosten decken. Autoren oder Produzenten können Geld verdienen mit Interviews und sogar mit unterschriebenen T-Shirts. Ne? Gutes Beispiel, der Zeichner von den Dilbert-Comics, die einige von Ihnen vielleicht mögen, hat in einem Interview mal gesagt, dass er mehr Geld mit T-Shirts verdient als mit seinen eigentlichen Comics. Okay, und das ist ein perfektes Beispiel für Collateral Sales. Aber der größte kollaterale Verkaufsfaktor sind natürlich Werbungen. Man braucht sich nur die Geschichte von Radio und Fernsehen anzuschauen, um zu sehen, wie viel Geld man mit Werbungen im Rahmen eines kostenlosen Gutes, nämlich der Sendung, machen kann. Weiteres Beispiel: Zeitungen und Zeitschriften werden oft zu reinen Druckkosten verkauft. Die Redaktionskosten werden dann über Werbungen finanziert. Und natürlich gibt es noch Product Placement. Man kann Werbung als Teil des Produktes integrieren. Ne? Also, wenn James Bond eben einen Aston Martin fährt und es wird dick und fett eingeblendet, das Markenlogo eingeblendet, oder wenn irgendjemand in einem Film eben ganz eindeutig nur Dell Computer benutzt, ne, und ganz fett das Dell-Logo eingeblendet wird, dann das ist auch eine Art von Collateral Sale. Und ganz wichtige weitere Möglichkeit für Collateral Sale ist die der komplementären Dienstleistung. Was meine ich damit? Oh, sorry. Der Entwickler eines Informationsgutes hat eine ganze Menge spezialisiertes Wissen in Bezug auf sein Gut akkumuliert, sodass er natürlich einen komparativen Vorteil als Berater für die Nutzung dieses Gutes hat. Ne? Das Beispiel, das ich hier am liebsten bringe, ist die Firma Red Hat Linux. Diese Firma hat das Geschäftsmodell war so, dass diese Firma hat eben eine eigene Version von Linux verkauft. Weiß jeder, was Linux ist? Linux ist ein Open-Source-Betriebssystem, also sowas wie Windows, bloß kostenlos, und jeder darf damit machen, was er will, und das beinhaltet auch Geld damit machen. Die Firma Red Hat Linux hat also jahrelang eine eigene Version von Linux auf den Markt gebracht, verkauft und diese Version von Linux eben speziell für Firmenkunden ausgerichtet und auch Beratungsdienstleistungen verkauft und konnten so natürlich über den Verkauf des Betriebssystems hinaus Geld verdienen. Ne? Unterm Strich können wir festhalten, warum haben wir diese ganzen Argumente überhaupt aufgelistet? Unterm Strich können wir festhalten, für den ursprünglichen Produzenten, sei er Musiker, Autor, Softwareprogrammierer, gibt es auch ohne intellektuelle Monopolrechte genügend Anreize, seine Werke zu erschaffen. Ne? Was können wir daraus folgen? Voll gern. Wichtig, das Beispiel von MP3-Songs ist nicht 1:1 auf alle anderen Informationsgüter zu übertragen. Ne? Je komplexer das Informationsgut,
desto schwerer ist es zu kopieren. Desto knapper sind die innovativen Ideen des ursprünglichen Entwicklers, desto sicherer wird es, dass der ursprüngliche Preis ausreicht, um die Produktion zu rechtfertigen. Ganz wichtiges Argument, ne? Wenn wir zeigen können, dass es selbst bei MP3-Songs möglich ist, ohne intellektuelle Eigentumsrechte, ohne Copyright Geld zu verdienen, dann kann man mit komplexeren Informationsgütern auf jeden Fall Geld verdienen, ohne Monopolrechte. Interessante Folge des theoretischen Modells. Selbst wenn wir in die andere Richtung argumentieren, selbst wenn es sehr leicht ist, Kopien des Originals zu erstellen, können wir erwarten, dass ein hoher Preis Der Satz ist irgendwo untergegangen. Also, je leichter es ist, Kopien des ursprünglichen Originals herzustellen, desto höher wird der Preis, den der Entwickler verlangen kann. Warum? Die Intuition. Durch verbesserte Kopiermöglichkeiten wird es für den Entwickler leichter, seine Kosten wieder einzufahren, da der Markt viel schneller funktionieren kann, ne? Viel effizienter funktionieren kann. Ganz wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf haben müssen. Ganz wichtig, auch wenn wir im Fall ohne Downstream Licensing positive Renten für den Entwickler erwarten, präferiert der Entwickler natürlich trotzdem den Fall mit Downstream Licensing, da er dort höhere Renten hat und viel weniger Wettbewerbsdruck. Okay? Aber aus gesellschaftlicher Sicht macht das gar keinen Sinn, Downstream Licensing einzuführen. Aber das müssen wir im Hinterkopf behalten, denn, wie Sie sich natürlich denken können, das ganze System von intellektuellen Eigentumsrechten natürlich auch mitgetragen von den Firmen, die davon profitieren. Ne? Also die großen Firmen, die davon profitieren, sind natürlich auch die großen Lobbygruppen. Und machen natürlich Druck, dass dieses System weiter bestehen bleibt. Weiteres wichtiges Argument, das wir festhalten müssen, die technischen Produktionskosten von Informationsgütern wie Musik oder Filmen sind in den letzten Jahren drastisch gesunken. Ja? Man muss nicht mehr erst in eine mehrere tausend Euro teure Ausrüstung investieren, bevor man Musik oder Filme von mir aus in einigermaßen guter Qualität aufnehmen und bearbeiten kann. Ja, es gibt ganz viele Beispiele aus der jüngeren Geschichte dafür, dass man mit einer ganz normalen Spiegelreflexkamera eben auch einen erfolgreichen Film drehen kann. Ne? Oder dass man eben einen Hitsong auch mit einem Laptop produzieren kann. Ohne Studio. Okay? Das relativiert natürlich das Argument für Monopolrechte nochmal stärker. Ne? Denn das sind ja alles Argumente dafür, dass es hohe Fixkosten geben sollte, aber in der modernen Zeit sind diese Fixkosten stark gesunken. Ich sage nicht, dass es nichts kostet. Ja? Natürlich, eine Spiegelreflexkamera kostet auch Geld. Ein Laptop kostet auch Geld. Aber im Vergleich zu den Kosten eines professionellen Produktionssetups oder der Benutzung eines Tonstudios sind das sehr, sehr geringe Kosten. Ja? Viel kleinere Kosten. Um es nochmal zusammenzufassen. Die fundamentale Aussage des Modells von Baldwin und Levine ist, dass es auch unter Wettbewerbsbedingungen Anreize gibt, Innovationen zu produzieren. Okay? Für sich genommen ist das erstmal eine sehr bescheidene Aussage, aber vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Wachstumstheorie der letzten 50 Jahre ist das eine gewaltige Aussage. Der vorherrschende Tenor dort ist nämlich, dass Innovationen
nur durch gewisse Ineffizienzen erklärbar sind, ne? Sind nämlich zum Beispiel durch Monopolrenten. Okay? Nochmal, in der Wachstumstheorie, in der Entwicklungsökonomik ist der vorherrschende Tenor, dass erstens Innovationen sind wichtig für Wachstum, zweitens Innovationen können nur durch Monopolrenten entstehen. Es gibt sonst nicht genug Anreize dafür, ne? Und das Argument von Baldwin und Levine ist, es gibt wohl genug Anreize für Innovationen, für Informationsgüter, auch ohne Monopolrenten. Okay, ich denke, an der Stelle ist ein guter Punkt für einen Schnitt. Ja, mehr mache ich diese Woche nicht an Vorlesung. Wir haben die wichtigen theoretischen Argumente gesehen, ja, für dieses Kapitel. Nächste Woche machen wir weiter mit ganz vielen Beispielen, diese Sichtweise eben unterstützen. Beispiele, wo wir sehen werden, dass wo Industrien, wo Informationsgüter produziert werden, wo Innovationen produziert werden, ohne dass es Anreize durch Monopolrechte gibt. Okay? Einige dieser Beispiele sind historische Beispiele, einige sind aus der jüngeren Zeit. Ja. Aber ich denke, jetzt haben Sie erstmal einen ganz guten Überblick über die theoretischen Argumente und es ist ja auch eine ganze Menge zu lesen. Okay, deswegen machen wir die heute die Vorlesung ein bisschen kürzer.